Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin heute im wunderschönen Frankfurt. Heute auf dem Terminplan, dritter Bundesligaspieltag, Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Köln. Und ich sage euch so, wie es ist. Sonntag, 15.30 Uhr, es sind 26 Grad. Perfekte Voraussetzungen, um einen Baba-Stadion-Vlog jetzt rauszuhauen. Frankfurt-Fans, ihr seid sowieso der Knüller. Und jetzt bin ich auf Köln-Fans auswärts gespannt. Zeigt mir, dass ihr was drauf habt und zeigt mir, dass es sich lohnt, auch in euer Stadion zu kommen. 1. FC Köln, ich erwarte heute viel von euch. Eintracht Frankfurt, ich erwarte noch viel mehr von euch. Freunde, und wie ihr mich kennt, bin ich nicht nur hergekommen, um einen Stadion-Vlog zu drehen, sondern ich bin auch hier, um den besten Burger in Frankfurt zu testen. Ich habe auf Instagram eine Umfrage gemacht. Dort hat mir ein guter Freund empfohlen, Jamie's Burger. Oh mein Gott, wie ein echter Influencer. Was das für eine super Überleitung. Aus diesem Grund folgt mir jetzt auf Instagram. Lasst schon mal ein Like auf das Video da und folgt kostenlos diesem Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Aber wie ich gerade bemerkt habe, befinde ich mich hier im weltberüchtigten Bahnhofsviertel. Und ich sage euch ehrlich, diese Stadt macht ihren Namen alle Ehre. Was, Bruder? Oder dieser Burger ist riesig. Habe ich auch nicht anders erwartet für 17 Euro. So, zeig mir ja den Braten jetzt. Testen wir mal. Gucken wir mal, was Jamie's Burger in Frankfurt drauf hat. Sieht auf jeden Fall saftig-daftig aus. Ich muss noch einen zweiten Bissen, damit ich hier erstmal checke, was abgeht. Weil da war ein bisschen viel Salat, aber der zweite Bissen wird saftig. So, probieren wir mal jetzt Pommes. Hier, wie man sieht, ein bisschen Kräutermeuter drauf. Gut, auf Fancy angelehnt. Nehmen wir noch ein. Zitronenminze-Limonade, sie hat gesagt, ist der Dauerbrenner in diesem Laden. Zeig ich mal her, ob Dauerbrenner auch wirklich so Dauerbrenner ist. Oh, oh shit, ich schwöre, das ist die leckerste Limonade, die ich in meinem ganzen Leben getrunken habe. Freunde der Sonne, willkommen zum Burger-Review. Jamie's Burger. Burger, Schrott, 3 von 10 Punkten. Fleisch war trockener als meine Schuhsohle. Aber ich sage euch ehrlich, die Pommes waren eine gute 8 von 10 und dieses Getränk, dieses Zitronenlimonade, war eine 12 von 10. Ich würde nur wegen der Limonade nochmal zu diesem Laden herkommen. Freunde der Sonne, ich erkläre euch jetzt, warum ihr immer schlauer als eure Konkurrenz sein müsst im Leben. Und zwar bin ich nach Frankfurt mit der Bahn gefahren und dachte mir, okay, nehme ich meinen Laptop mit, kann ich auf dem Rückweg direkt mein Video schneiden. Jetzt macht mir das Frankfurt-Stadion natürlich einen Strich durch die Rechnung und sagt, Bruder, Laptop im Stadion, ganz schlechte Idee. Was mache ich jetzt mit meinem Laptop? Ist kein Problem, ihr mietet euch einfach ein Car2Go, lasst eure Tasche plus Laptop einfach im Car2Go für 2 Stunden und nehmt den Laptop danach ganz einfach wieder raus. Problem gelöst. Bruder, und was ist, wenn im Car2Go eingebrochen wird? Ja, dann ist Beth. Und dann habt ihr eure Sachen im Car2Go gelassen und denkt euch jetzt, scheiße, Bruder, ich bin so weit vom Stadion, wie soll ich jetzt da hinkommen, ohne dass ich zu spät komme? Ist auf jeden Fall das erste Mal im Frankfurt-Stadion und ich sage euch, die Leute sind heiß. Ich sehe hier so viele Leute, die noch Tickets suchen vom Stadion. Das heißt, das Stadion ist ausverkauft. Alter, dieser Weg ist wirklich geil. Erinnert mich irgendwie an den Weg im Wembley. Sah ähnlich aus. Da läuft man eine lange Strecke geradeaus und sieht alle Fans. Ist auch wirklich geil gemacht. Hier ist das offizielle Trainingsgelände direkt neben dem Stadion. Bruder, und ich sage euch, dieser Rasen sieht perfekt aus. Man könnte denken, hier ist das offizielle Stadion, wo die jetzt drin spielen. Hier Business Loge, wartet noch ein paar Monate, dann seht ihr mich da. Irgendein Frankfurt-Spieler wird mir Tickets besorgen und dann gehe ich da rein und werde euch zeigen, wie von drin aussieht. Ich glaube, ich brauche euch gar nichts mehr sagen. Ihr wisst, wo ich jetzt bin und ihr wisst, was jetzt auch kommt. Yeah!
das war's mit dem Stadionvlog aus Frankfurt. Ich bin hier wieder zu Hause und ich muss den Fans von Frankfurt, aber auch von Köln wirklich Props geben. Beide Seiten super gewesen. Sehr gutes Spiel gewesen, 1:1 geendet. Ist in Ordnung. Aber ich will noch mal anmerken, an alle, die noch nie im Frankfurt-Stadion waren, glaubt es mir, ihr müsst das mal erlebt haben. Dort drinnen ist so eine kranke Stimmung, das habt ihr in Deutschland noch nicht gesehen. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like auf das Video da. Kommentiert, wo ich als nächstes hingehen soll. Wenn du sagst, Bro, mein Verein ist der, wo du unbedingt mal hinkommen musst, dann schreib's jetzt in die Kommentare. Abonnier kostenlos diesen Kanal und bis zum nächsten Mal.